ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. So, ich habe mir fest vorgenommen, Pulled Pork zu machen. Zu jedem Pulled Pork, finde ich, gehört ein richtig klasse, toller Weißkrautsalat. Da habe ich bei der Cookie Dulap auch das Richtige gefunden, im American Style. So, ich habe wie immer schon mal, ihr Lieben, die Zutaten vorbereitet. Dann starten wir. So, das Rezept verlangt 100 Gramm Karotten in Stücken. Machen wir aber nicht rein. Es gibt Leute, so wie ich, die sind gegen Karotten allergisch, also bleiben sie draußen. Wir klicken dann dementsprechend auf Weiter. So, immer auf Weiter. So, einfach durchklicken, das ist kein Problem. So, 500 Gramm Weißkraut in Stücken, 3 cm. Ich habe Weißkraut schon vorbereitet. So. Uiuiui. So, mal gucken. In Stücken. Naja, ein Stück ist ein bisschen schwierig für die, die noch nie Weißkraut geschnitten haben. So. Noch ein bisschen. Na, das ist nicht zu viel, das Guten. Gut, dann lassen wir es jetzt bei 503. So. Dann auf Weiter. Jetzt braucht er natürlich die Hilfe vom Spatel. Geben wir ihm. So. Und dann möchte er das 10 Sekunden verkleinern auf Stufe 4. So, ihr Lieben, der Weißkrautsalat ist in Arbeit. So, das Weißkraut ist jetzt erfolgreich zerkleinert worden. Wie gesagt, 10 Sekunden, Stufe 4. So, und so sieht das Ergebnis aus. Könnt ihr schön sehen. Wir klicken auf Weiter. Jawohl. So, ich schiebe das persönlich mit dem Spatel immer noch runter. Es zeigt zwar nicht an, aber ich mache das ganz gerne, wenn das ein bisschen zu weit nach oben ist. So. So. Gut. Perfekt. Dann den Mixtopf wieder einsetzen. Und jetzt möchte er einen halben bis ein Dreiviertel Esslöffel Salz. So. Machen wir am besten 2 Teelöffel rein, erstmal. Oh. 1, 2, vielleicht noch 3 Teelöffel gehäuft. So, erstmal. Man kann ja immer noch nachsalzen. Okay, dann 1 Esslöffel Zucker. So, jetzt habe ich meinen Esslöffel nicht bereitgelegt. Man verzeihe mir. Ein Esslöffel Zucker. So, dann den Mixtopfdeckel aufsetzen und wieder unseren Messbecher. So, jetzt möchte der das durchmischen für 5 Minuten. So, ihr Lieben, die Thermomix hat jetzt das Krautgemisch, sage ich jetzt mal, durchgeknetet bzw. durchgerührt. Wir schauen uns das Ergebnis an. So sieht das aktuell aus. So, dann machen wir mal weiter. Genau, jetzt müssen wir das in eine Schüssel umfüllen und im Anschluss muss das 4 Stunden im Kühlschrank verweilen und nach den 4 Stunden geht es dann weiter mit der Creme für den Weißkrautsalat. Und das am besten immer auch einen Tag vorher machen, bevor man zum Beispiel Pulled Pork macht oder andere Sachen, weil es ist am besten, wenn es komplett, sage ich jetzt mal, fertig über Nacht ziehen kann. Das ist das Allerbeste, was ihr eigentlich machen könnt. Ist nur ein Tipp von mir. Und ansonsten, ja,
machen wir jetzt einfach mal, was uns der TM sagt. So Leute, fast sind 4 Stunden rum. Unser Krautsalat war jetzt im Kühlschrank, beziehungsweise ist noch im Kühlschrank. Wir bereiten jetzt in der Zeit diese cremige Soße vor für unseren Krautsalat. Hierfür haben wir den Mixtopf sauber machen müssen, ebenso den Mixtopfdeckel. So, jetzt möchte er, dass wir den Rühraufsatz einsetzen. Das ist dieser Schmetterlingsrühraufsatz. So. Erledigt. So, dann möchte er 1 Esslöffel Weizenmehl haben. So. Ich habe jetzt im Hintergrund, wie ihr schon hört, die Spülmaschine laufen. Ich habe jetzt auch keinen Esslöffel mehr da. Deswegen tut es jetzt auch ein Holzkochlöffel. Ist auch mal ganz amüsant. So, dann nehmen wir davon 1 Esslöffel. Ein bisschen weniger. Kommt ungefähr hin. So. Dann 15 Gramm Apfelessig. Wir drücken wieder Tara. Ja. Fingerspitzengefühl gefragt. So, 15 Gramm Weißwein, trocken. Ja, da haben wir den Weißwein. Wir drücken ebenfalls wieder Tara. So. Natürlich sehr geschickt, wenn alles dann die Thermomix runterläuft. Das war mein Fehler. So, machen wir es jetzt mal so. Dann fängt das mit Tuch auf. Okay, 15 Gramm. Perfekt. So, sauber machen. Alles gut. So, dann 30 Gramm Butter brauchen wir. So, einmal 30 Gramm Butter. Hier wieder Fingerspitzengefühl gefragt. So. Na, noch ein bisschen. Dann müsste es 30 sein. Ja, jetzt. Perfekt. Und dann müssen wir den Mixtopfdeckel wieder aufsetzen und den Mixbecher einsetzen. So. Und dann möchte er 3 Minuten das ein bisschen aufköcheln bei 98 Grad, Stufe 2. So ihr Lieben, die Thermomix arbeitet fleißig an unserer Creme für den Krautsalat. Was wir jetzt in der Zeit machen müssen, ist diese Krautmischung ausdrücken. Das machen wir mit einem Sieb. Das Sieb kommt auf eine Schüssel. Weil das überschüssige Wasser, was ihr ausdrückt, wird natürlich aufgehoben. So, und das machen wir jetzt einfach. So, ihr Lieben, der Thermomix hat das fertig geköchelt bzw. erwärmt. Jetzt haben wir 60 Gramm Schlagobers dazugegeben. Schlagobers ist Schlagsahne. Nur, dass ihr es wisst, weil ich muss das tatsächlich googeln. Ich gebe es zu. Wir klicken auf Weiter. Er möchte 1 Teelöffel Senf. So, 1 Teelöffel machen wir rein. Dann möchte er ein Ei haben. So, das hole ich auch geschwind aus dem Kühlschrank. Kram, 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 kram.
einmal das Ei. So, heute sauen wir wieder ein bisschen rum. Dann klicken wir auf Weiter. Dann eine Prise Chili-Pulver. So, Paprika und mit unserem Chili-Puder. Ja, so. Alles irgendwo griffparat. So, eine Prise Chili-Puder. Dann nehmen wir lieber das kleine, dass es nicht zu scharf wird. So. Gut, das reicht auch schon. Und dann setzen wir den Messbecher in den Mixtopfdeckel, wobei der ja bei mir fast immer drauf bleibt. Und setzen den Mixtopfdeckel auf die Thermomix. So. Dann möchte er das köcheln bei 4 Minuten, 70 Grad, Stufe 3. Und das machen wir jetzt. So. So, ihr Lieben. Auch das hat der Thermomix jetzt geschafft. Jetzt heißt es Rühraufsatz entfernen. Nachdem er die Schlagsahnenmischung mit dem Ei zusammen, wo wir ja gemacht haben, und den Senf und dem Weißwein vermischt haben, erfolgreich. So, wir entfernen den Rühraufsatz. So. Wunderbar. Machen weiter. So. Genau, jetzt heißt es, jetzt müssen wir die Marinade über die Kraut-Karotten-Mischung gießen. Und das machen wir jetzt. Das Endergebnis zeige ich euch dann gleich. Lieben, es ist vollbracht. Das ist unser Weißkrautsalat. So sieht er dann mit der Marinade aus. Das Ganze lasse ich jetzt über Nacht im Kühlschrank schön durchziehen. Und dann wird das zu meinem Pulled Pork serviert. Zu dem Pulled Pork werde ich natürlich auch ein Video machen, denn ich bin selber gespannt, ob es wirklich so rauskommt, wie es bei manchen Videos zu sehen ist. Ja, und ihr dürft meine Zeugen sein. Ansonsten habe ich noch einen ganz kleinen Tipp, und zwar nicht bei allem, aber manchmal passiert es, dass am Boden vom Mixtopfdeckel ein bisschen was anklebt oder kleben bleibt, ja, kriegt ihr eigentlich ganz leicht weg. Entweder ihr probiert es in den Vorspülmodi, oder aber, was ich einen guten Tipp bekommen habe von meiner Mama tatsächlich, ausprobiert habe, funktioniert klasse, fast mühelos, sogenannte Akku-Pads, ja, sind auch mehrmals verwendbar, und damit kriegt ihr richtig schön, fast mühelos den Boden wieder frei. Nur ein kleiner Tipp von mir. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich über ein Like freuen, wenn euch mein Video gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dann, eure Chrissy.